Frau Präsidentin, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass Rednerinnen und Redner der Regierungsfraktionen an dieses Pult treten, um einigermaßen wortreich Initiativen der Oppositionsfraktionen abzulehnen. Das ist der Logik unserer Demokratie inhärent. Das sind Sie sozusagen gewohnt. Etwas seltener ist es, wenn Vertreter der Regierungsfraktionen an dieses Pult treten, um zunächst einmal die Opposition und die Art und Weise ihrer Zusammenarbeit mit der Regierung zu loben. Und genau das möchte ich tun. Deshalb hören Sie gut zu, genießen Sie den Moment. Nein, Spaß beiseite, ganz im Ernst. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Corona-Pandemie unser Land und seine Menschen in die größte Krise der Nachkriegszeit gestürzt hat und dass dies auch an unserer bayerischen Demokratie nicht spurlos vorbeigegangen ist. Auch der Bayerische Landtag war bei der Organisation seiner Prozesse so herausgefordert wie noch nie in der Nachkriegszeit. Wir Freien Wähler und ich persönlich, wir sind fest davon überzeugt, dass wir dabei mindestens zwei großen Aufgaben dauerhaft ausgesetzt waren, die wir im interfraktionellen Konsens, und das ist das Bemerkenswerte, der demokratischen Oppositionsfraktionen und der Regierungsfraktionen ganz hervorragend gemeistert haben. Zum einen bestand unsere Aufgabe, Kolleginnen und Kollegen, darin, eine geeignete Balance zu finden und immer wieder neu auszubalancieren zwischen der Ausfallsicherheit auf der einen Seite, gerade in der Krise muss die Herzkammer von Demokratie funktionieren, und dem Momentum des Demokratieprinzips auf der anderen Seite. Wir durften uns nicht lahmlegen durch Infektionen innerhalb des Parlaments, aber wir mussten auch beschlussfähig bleiben und demokratische Prozesse abbilden können. Und ich finde, man kann aus heutiger Sicht konstatieren, dass uns das zwei Jahre lang über die reduzierte Besetzung, über die Installation der Scheiben, die Maskenpflicht, das Testregime, Frau Kiene sei Dank und vieles mehr, ganz hervorragend gelungen ist. Die zweite Aufgabe, Kolleginnen und Kollegen, die wir miteinander zu bestreiten hatten und ebenfalls im interfraktionellen Konsens bestreiten konnten, die bestand darin, die Balance zu finden zwischen dieser Stunde der Exekutive, die Krise nun einmal notwendigerweise immer und immer wieder bedeutet, und der parlamentarischen Legitimation von Regierungshandeln, denn es ging ja doch um sehr sensible Einschränkungen von Grund- und Freiheitsrechten. Was hat man nicht alles gelesen über andere Länder, in denen Parlamente gewissermaßen zum Bremsklotz am Fuß von Regierungen geworden sind, deshalb weil notwendige Entscheidungen zu langsam getroffen werden konnten, weil Parlamente nicht schnell genug beschlussfähig waren. Was hat man nicht darüber gelesen, dass Regierungshandeln nicht parlamentarisch legitimiert gewesen sei? In Bayern war all das nie der Fall. Der bayerische Weg, den wir von Anfang an gewählt haben, hat dafür gesorgt, dass wir als erstes Landesparlament in Deutschland und die gesamte Pandemie hindurch alles, was Staatsregierung getan hat, auch parlamentarisch legitimiert haben, über den von uns in der fraktionell definierten Modus zuerst Ministerpräsidentenkonferenz, dann Tagung des bayerischen Kabinetts und dann Beschlussfassung des Landtags. Ich finde also, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben das durchaus sehr, sehr gut gemacht und will mich deshalb auch zunächst an dieser Stelle ausdrücklich bedanken bei den Kolleginnen und Kollegen, demokratischen parlamentarischen Geschäftsführern, die das möglich gemacht haben, bei Jürgen Misthol, Simone Strohmeier, ihrem Vorgänger Volkmar Halbleib, Tobias Reis und Matthias Fischbach. Ich bin der festen Überzeugung, und auch das gehört in einer solchen Debatte gesagt, die Art und Weise, wie wir da den Schulterschluss der Demokraten geübt haben, in der Stunde der Not Parteipolitik zurückgestellt haben, das war eine Sternstunde unserer bayerischen Demokratie, und da können wir sehr stolz drauf sein. Wir haben, meine sehr verehrten Damen und Herren, zudem die Chance in der Krise genutzt, dafür einen Modernisierungsschub für dieses Parlament auf den Weg zu bringen. Wir haben über elektronische Abstimmungen, über digitale Beratung und Beschlussfassung dieses Parlament zu einem der modernsten Parlamente in Europa gemacht. Und heute geht es um nicht mehr als die Frage, was davon wir mitnehmen in die Zeit nach der Pandemie und was wir nach der Pandemie nicht mehr brauchen. Da sind wir sicher einig bei elektronischen Abstimmungen. Und da divergieren die Sichtweisen bei der Frage des Videostreamings. Kollege Fischbach würde am liebsten mit Ausnahme des Toilettengangs alles streamen, was im Landtag stattfindet. Andere Kolleginnen und Kollegen halten es mit einem Zitat meines Fraktionsvorsitzenden: Wer die Wurst und die Gesetze mag, der sollte bei der Produktion besser nicht zusehen. Ich finde, es ist wie immer im Leben, die Wahrheit liegt in der Mitte. Und das ist der Grund, warum ich auch einen Vorschlag
Antrag. Da danke ich meinen Mitarbeitern, dem Landtagsamt für die Zuarbeit, bereits unserem Koalitionspartner unterbreitet habe. Den diskutieren wir gerade innerkoalitionär und den wollen wir anschließend im Sinne dessen, was Kollege Reiß angekündigt hat, auch mit den demokratischen Oppositionsfraktionen diskutieren. Und dann bin ich mir sehr sicher, dass wir wie in der Vergangenheit während der Pandemie auch zu einer gemeinschaftlich interfraktionell getragenen guten Lösung kommen werden, die die Türen dieses Parlaments auch nach der Pandemie für die digitale Welt offen hält. Das ist die Zusage und das ist das Ansinnen für uns Freie Wähler. Deshalb bitte ich Sie heute nicht verärgert oder verstört zu sein über die Ablehnung. Ich verbinde Sie mit der Zusage, dass wir genau dieses Gespräch mit einem konkreten Vorschlag suchen und ich werde weiterhin versuchen, in dieser Moderatorenfunktion zu bleiben und dafür zu sorgen, dass wir gemeinsam interfraktionell da eine gute Lösung auf den Weg kriegen. Ich freue mich auf konstruktive Diskussionen und bin mir sicher, dass uns das gelingen kann. Herzlichen Dank. Herr Kollege, Sie haben noch Gelegenheit, noch 2 Minuten Redezeit zu bekommen, weil es 2 Fragen gibt. Die erste kommt vom Kollegen Florian von Brunn. Herr Kollege, als erstmal möchte ich mich dagegen verwahren, dass die Produktion von Wurst irgendwas Anrüchiges wäre, im Interesse auch des bayerischen Metzgerhandwerks. Und als nächstes, genau damit Politikbetrieb und das Erstellen von Gesetzen nicht anrüchig wird, ist es ja wichtig, dass wir Transparenz herstellen. Sie bekommen wahrscheinlich wie wir auch sehr viele Zuschriften von Kreuz- und Querdenkern, von irgendwelchen Leuten, die Angst gegen Impfungen schüren, die ja, vielleicht auch der Meinung sind, dass wir hier alle nicht Bescheid wüssten. Und ich glaube, wenn man es zeigen würde, wie ernsthaft und sachbezogen wir in den Ausschüssen diskutieren und wenn da jeder daran teilnehmen könnte, auch von zu Hause, egal ob er jetzt in Aschaffenburg wohnt oder in München, dann wäre das ein großer Fortschritt und im Interesse der Demokratie und würde Politikverdrossenheit verhindern. Und deswegen mein Appell an Sie, stimmen Sie dieser Transparenzoffensive zu, die wir hier vorhaben im Bayerischen Landtag, zusätzlich zu dem, was wir schon erreicht haben und wofür ich der Landtagsverwaltung und der Präsidentin auch ganz herzlich danke an der Stelle. Herr Kollege Mehring. Ja, Fraktionsvorsitzender, lieber Florian, ich hoffe, dass zwischen den Zeilen meiner diplomatischen Formulierung klar geworden ist, dass die Sichtweise meiner Fraktion von dem, was du etwas zugespitzter ausbuchstabiert hast, nicht so stark divergiert. Ich will trotzdem 2 Anmerkungen machen. Zum einen verwahre ich mich in der Tat und weise zurück, in gleicher Weise wie Kollege Reiß das tat, gegenüber dem Anwurf, wir wären derzeit in irgendeiner Art und Weise intransparent. Wir sind bereits Stand heute dem Status quo nach das transparenteste Parlament in dieser Republik. Unsere Ausschüsse tagen öffentlich, anders als die Ausschüsse im Deutschen Bundestag, und das ist auch Teil der Wahrheit. Davon unabhängig glaube ich, dass wir auch von diesem Status eines Arbeitsparlamentes sehr leben, nämlich davon, und da profitiert insbesondere die Opposition, dass wir in den Ausschüssen nicht die große Politshow pflegen, sondern auch im Benehmen zwischen Regierung und Opposition ohne politischen Narzissmus nachzugehen und uns selbst reproduzieren zu müssen, gute Lösungen finden. Und deshalb glaube ich, ist das Streaming von allem und jedem wahrscheinlich nicht die Lösung. Aber ich sage noch einmal, ich bin sehr dabei, dass im Jahr 2022 mehr digitale Welt und mehr Öffnen unserer Türen notwendig ist. Die Freien Wähler waren da immer so positioniert und ich ersehe auch im Hinblick auf den Kompromissvorschlag, den wir vorgelegt haben, dass wir da interfraktionell zu einem Konsens kommen können und kommen werden. Und die 2. Zwischenfrage kommt vom Kollegen Misthold. Herr Kollege Dr. Mehring, wir diskutieren ja jetzt, glaube ich, seit 1,5 Jahren schon über das Thema Livestream, unabhängig von Pandemiezeiten. Die Periode, die Landtagsperiode hat auch nur noch 1,5 Jahre. Also wenn wir diskutieren, sollten wir nicht mehr so lange diskutieren, weil sonst ist die Periode vorbei. Und ich meine, ich bin ja bekanntlich jemand, der sich gern Kompromisse anschaut. Aber ich sage auch, Kompromisse müssen tragfähig und zweckmäßig sein, sonst werden wir keine Kompromisse eingehen. Und ich meine, das, was der Kollege Reiß als Kompromiss vorgeschlagen hat, dass man bestimmte Highlights sozusagen Livestream, das kann ich mir nicht vorstellen. Sollen wir wirklich bestimmen, was Highlights sind, vielleicht noch mehrheitsmäßig, und das dürfen dann die Journalistinnen und Journalisten, da dürfen sie sich dann sozusagen zuschalten und bei den anderen Sachen nicht. Also das ist was aus meiner Sicht nicht funktioniert. Ansonsten gerne Vorschläge. Herr Kollege Dr. Mehring, bitte.
Herr Kollege Mistur, lieber Jürgen, ich hoffe, es ist klar geworden, dass ich mich entschieden habe, nach reiflicher Erwägung heute eine sehr konziliante Rede zu halten. Ich habe kurz geschwankt, ob ich es anders mache nach deinen Ausführungen. Deshalb, weil ich schon erwogen hatte, weil wir im Ältestenrat, um das an der Stelle transparent zu machen, Kollege Reis und ich ja schon zugesagt haben, dass wir in den nächsten Wochen genau in dieser Sache zusammenkommen, mich nicht etwas stärker darüber aufrege, dass man jetzt trotzdem vorher diese Anträge, um die Politshow zu bedienen, ins Parlament spielt. Ich habe das nicht getan. Was mich allerdings geärgert hat, war die Darstellung der Rückwärtsgewandtheit beider Regierungsfraktionen, denn niemand, lieber Jürgen, weiß besser als du, dass ich seit diesen 1,5 Jahren versuche zu moderieren zwischen zwei Extrempositionen, der Position des Kollegen Fischbach auf der einen Seite und der Position, die der Kollege Reis gerade dargestellt hat. Am Ende des Tages werden wir einen Konsens brauchen. Ich glaube, wir werden einen erzielen. Aber alle in einen Topf zu werfen und das Argument so zu machen wie in deiner Rede, das fand ich in Kenntnis des bisherigen Diskussionsprozesses, in der du dich befindest, durchaus unpassend. Ich werde bei meiner Rolle bleiben. Meine Fraktion kann sich bedeutend mehr Streaming vorstellen und macht konkrete Vorschläge, wie wir es auch umsetzen können.